Bonjour, mes chers Pompelmus. Der Trockner ist kaputt. Und der Trockner ist nicht das Einzige, was kaputt ist. Ich habe Probleme mit der Airbag-Leuchte. Und zwar leuchtet die Airbag-Leuchte immer wieder mal während der Fahrt auf. Wenn der Airbag nicht funktioniert, ist das doof. Mir ist aber auch aufgefallen, dass nicht nur die Airbag-Leuchte aufleuchtet, sondern dann plötzlich auch die Außentemperatur nicht mehr funktioniert und der Blinkerton ausfällt. So, nachdem das jetzt schon mehrfach passiert ist, in sehr unregelmäßigen Abständen, also manchmal dreimal an einem Tag, dann wieder zwei Wochen gar nichts und dann wieder zweimal am Tag, habe ich jetzt mal Tesla angerufen. Was immer ein bisschen nervig ist, weil man da, wenn man so diese Notfallnummer anruft, Englisch sprechen muss. Die sitzen ja in Holland. Und die konnten mir aber auch nicht direkt weiterhelfen, sondern haben empfohlen, mach einen Termin und lass das nachgucken. Ich habe dann also einen Termin vereinbart und da muss man sagen, da musste ich dann drei Wochen auf den Termin warten. Was kann man tun, wenn die Airbag-Leuchte aufleuchtet? Naja, das, was man bei Tesla meistens tut, nämlich den Computer resetten. Und tatsächlich verschwindet dann auch die Airbag-Lampe. Es funktioniert wieder die Außentemperaturanzeige und der Blinkerton tut auch wieder. So, ich mache mich jetzt auf den Weg zu Tesla. Das Blöde daran ist nur, der Weg dorthin. Es sind immerhin 67 Kilometer bis zur Motorstraße, also bis zur Werkstatt von Tesla. Das ist dann doch ein bisschen weit weg. Eigentlich dachte ich ja, dass Tesla zu mir kommen könnte. Tun sie aber nicht. Wahrscheinlich tun sie es in ganz Deutschland nicht, ich weiß es nicht. Also das wäre jetzt zum Beispiel wirklich ein Fall gewesen, wo man hätte sagen können, wir kommen zum Brunel und gucken mal danach. Stattdessen muss ich jetzt 67 Kilometer fahren. Ist nicht ganz so schlimm, ich habe Garantie. Garantie ist ja entweder 4 Jahre oder 80.000 Kilometer auf alles. Insofern, ich habe das Auto erst ein Jahr und noch nicht mal 40.000 Kilometer. Wird mich also nichts kosten, aber Zeit wird es mich kosten. So, wir kommen jetzt bei diesem regnerischen Wetter bei Tesla an. Da hat sich ein bisschen was verändert übrigens in den letzten Monaten, denn dort werden jetzt keine Teslas mehr verkauft, sondern hier ist nur noch die Werkstatt und die Auslieferung, soweit ich weiß. Und der Verkauf findet jetzt statt im neuen Tesla-Store, direkt im Stadtzentrum von Stuttgart. Ein wunderschöner Store, da werde ich auch mal irgendwann demnächst mal vorbeigehen, um euch das zu zeigen. Das heißt, die Situation vor Ort ist ein bisschen entspannter, weniger Kundenverkehr und ja, jetzt gucke ich mal, wie es weitergeht. Wie geht das? Nieschen, Näschen, Öhrchen. So, das Auto ist inzwischen aus der Werkstatt und ich berichte euch mal kurz, was passiert ist. Nachdem ich das Auto in die Werkstatt gebracht habe, habe ich einen Ersatzwagen bekommen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich bekomme Tesla und hatte mich gefreut, vielleicht kriege ich ein P-Modell oder so. Man weiß ja nicht. Leider nicht. Ich habe eine Mercedes C-Klasse bekommen, einen Diesel.
Das war jetzt nicht so wahnsinnig erfreulich. Die Werkstatt hat gesucht und gesucht und gesucht und nicht wirklich was gefunden. Also die Stecker waren okay, die Kabel waren okay, alles in Ordnung. Und kurz bevor sie aufgegeben haben, haben sie dann doch von den Ingenieuren von Tesla, ich vermute in den USA, einen Hinweis bekommen, nämlich, dass man die Trips löschen soll. Wenn nämlich die Trips einen hohen Kilometerstand haben, bei mir waren das 38.000 Kilometer, weil ich so einen Gesamttrip hatte, dann kann es zu Problemen in der Software kommen und dann passiert genau das, dass eben die Airbag-Leuchte leuchtet, dass die Temperaturanzeige ausfällt und dass der Blinker plötzlich nicht mehr zu hören ist. Hängt also offensichtlich mit den Trips zusammen, sagt die Werkstatt. Ich kann es noch nicht beurteilen. Ich werde jetzt erstmal ein, zwei Wochen mit dem Auto fahren und dann kann ich euch sagen, ob es dann wieder aufgetreten ist oder nicht. So, ich melde mich jetzt nochmal, weil jetzt inzwischen, ich steige mal hier aus, 2 Wochen vorbei sind und der Fehler ist nicht mehr aufgetreten. Das Problem mit dem Airbag scheint gelöst zu sein. Ist schon ein ungewöhnlicher Fehler, aber ich dachte mir schon, dass es ein Softwareproblem ist. Dass es so ein Problem ist, dass man die Trips löschen muss, damit der Airbag nicht mehr aufleuchtet, das ist schon ein bisschen eigenartig. Was den Service ansonsten bei Tesla betraf, da würde ich gerne noch ein, zwei Worte wechseln. Der war super genial. Besser geht's nicht. Super nett, super freundlich, hilfsbereit. Aber ist es halt das alte Problem bei Tesla. Es sind zu wenig Mitarbeiter für zu viele Autos. Da muss Tesla wirklich unbedingt nachbessern, damit die Wartezeit nicht mehr 3 Wochen beträgt. So, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, freut mich. Oder ein Abo dalassen. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss.